Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hier wieder aus dem Müllers vom Blue Monday. Ich möchte euch dieses Jahr öfter mal hinter die Kulissen mitnehmen, damit ihr so ein bisschen mitkriegt, wo das Herz brennt, wo die Leidenschaft ist und wo das Handwerk ist. Heute natürlich wieder Musik und Kulinarik am Start. Eine Sache, die dieses Jahr ansteht und auf die ich mich schon sehr freue, ist die Soul Food Tour 2024. Ab dem 16. Februar sind wir in 12 verschiedenen Städten unterwegs mit Liveband, mit einer Küche auf der Bühne. Das heißt, Soul Food ist Programm, der Name ist Programm, es gibt Musik und natürlich auch Kulinarisches. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und heute ist so eine Art Probe schon. Ich glaube, in der Art und Weise, wie wir das machen, gibt es das eigentlich nicht wirklich in Deutschland. Und wir werden euch natürlich auch ein bisschen mitnehmen mit Videos und auf YouTube und auf den sozialen Netzwerken. Aber für die Leute, die es live erleben wollen, es gibt noch Tickets. Holt euch die Tickets, seid am Start und lasst uns einfach eine gute Zeit haben. Lasst uns tanzen, lasst uns gute Musik hören, lasst uns zelebrieren, lasst uns über Kulinarik reden. Ich meine, das sind die schönsten Dinge im Leben. Das Zusammen, das Miteinander erleben. In diesem Sinne, genauso machen wir es. This is how we do it. Let's go. Jetzt müssen wir uns natürlich einmal schnell sammeln, weil das bei uns immer so ein bisschen schwierig ist mit dem Soundcheck. Und es sind schon die ersten Gäste da. Das ist halt, es ist, wie es ist. Nichts ist perfekt. So. Und ja, wir sammeln uns jetzt einmal. Und dann geht es jetzt gleich darum, einfach die Vorspeise schon vorzuplaten, damit wir da gleich nicht in Trouble kommen. Dass wir wirklich relaxed in den Abend rein starten. Und jetzt kommen die Gäste hier rein. Das heißt, der Service ist erstmal beschäftigt mit Weinservice. Gäste platzieren. Das ist eigentlich unsere Zeit, Teller nochmal zu polieren, die Vorspeise anzurichten, sich nochmal abzustimmen, Sachen warm zu schieben. In der Intensität. Ja, und da muss man schon auch nochmal sagen, wir kommen jetzt hier, jetzt wird sich konzentriert, jetzt wird nochmal die Gedanken sammeln und so. Dieses Strukturieren ist, bin ich einfach nur da, um ein bisschen zu strukturieren und wirklich zu sagen, komm, alles wegräumen, alles klar Schiff machen und gucken, dass man das wirklich mal. Machst du noch ein bisschen Schnittlauchöl mit drauf, bitte? Willst du mir was zur Vorspeise sagen? Nein. In der Vorspeise haben wir einen Garnelentartar. Dann oben drauf haben wir Avocado-Gelee. Dann werden wir hier gleich noch eine Hummersoße dazu servieren und eine Eisbein-Vinaigrette. So ausnahmsweise mal Mühe gegeben. Sehr, sehr lecker. Ihr macht jetzt eine klassische Servierstraße hier, oder? Ja. Nennt man das überhaupt so? Ja. Wie nennt man das in Fachkreisen? Ja, weiß ich nicht. Aber jetzt nur, weil so viel auf einmal ist, deswegen. Ansonsten machen wir immer so einzelne Teller, ne? Ja. Zufrieden mit der Vinaigrette? Ja, das Schöne ist immer, wenn du halt vorher platen kannst, ist halt das Schöne am Bankett, ne? Ja. Wie viele Leute sind heute da? 55 haben wir. Okay. Genau, mit dem RTL-Team, mit Musikern, 55 Gäste. Und das ist noch ein Hummerschaum, auch für die Vorspeise? Ja, genau. Also wir haben ja die Garnelen. Und wir haben die Garnelenkarkassen und ich hatte noch ein paar Hummerkarkassen. Die haben wir einfach so eine schöne Krustentiersüppchen rausgezogen. Mhm. Ja, was ihr gerade gesehen habt, ist die Vorspeise, die gerade rausgegangen ist. Da ist es natürlich auch ein bisschen stressiger geworden, aber das ist auch ein bisschen normal. Immer dann, wenn viele Gewerke zusammenarbeiten müssen und etwas schnell auf den Punkt an den Gast muss, dann ist halt hektisch. Und dann sind die Kommentare auch manchmal etwas knapper. Das wird dann für den Außenstehenden auch so ein bisschen rau oder vielleicht unfreundlich, ist aber überhaupt nicht so gemeint, sondern es geht einfach nur darum, den Teller in bestmöglicher Perfektion an den Gast zu bringen. Ja, wir sind natürlich hier schon in hochwertigem Restaurant oder hochwertige Küche, wo wir frisch kochen, wo wir Top-Zutaten haben. Und genau deshalb ist der Anspruch natürlich auch da und das erwarten auch die Gäste von uns. Ja, Gäste, die viel reisen, die in vielen Restaurants auf der Welt essen waren. Einfach auch vom Fernsehen, von allem, vom Ambiente, vom Preis, aber natürlich auch zu Recht einfach was Gutes erwarten können. Und dem müssen wir jeden Tag versuchen, gerecht zu werden. Und läuft alles nach Plan bisher? Bisher schon, ja. Jetzt geht die Gaudi ab, gell? Ja. Vollgas, jeder Tisch will Spaß haben, wir wollen Spaß haben, wir werden Spaß haben. Kaum ist die Kamera an, blöd. Pass mal auf, wir bauen aber auch anders auf. Natürlich lässt sich Nelson nicht lumpen und auch das Kamerateam darf ein bisschen was probieren. Wir haben hier die Vorspeise und auch das Hummersüppchen bekommen. Und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass das Essen mindestens so gut schmeckt, wie es auch aussieht. Aber wir müssen uns natürlich auch selber überzeugen. Garnelen-Tatar, Avocado, eine schöne Vinaigrette. Hey. Er hat nicht zu viel versprochen, sagen wir es mal so. Warum habt ihr jetzt zwei Proteine, also einmal das Filet und einmal Ochsenbäckchen? Sind das zwei verschiedene Gänge oder konnte man sich das auswählen? Kommt beides auf einen Teller? Beides auf einen Teller. Ja? Wagyu-Filet reicht nicht, ne? Nein. Die Tauschspeise haben wir so ein bisschen ein Duett. Wir haben einmal einen schönen Sauerbraten. Ich liebe Sauerbraten und ich mache den gerne aus Bäckchen. Also ich habe Kalbsbäckchen. Wir haben Wagyu-Bürgermeisterstück. Einmal kurz gebraten und dann die Kalbsbäckchen als Sauerbraten.
Und dann haben wir dazu ein Rotkraut, das haben wir klassisch gekocht, dann ganz kurz angefroren und dann einfach nochmal durch ein Johannisbeergelee bzw. ein Cranberrygelee gezogen, dass wir so die süße Komponente haben. Selleriepüree, Klassiker, liebe ich einfach, einen kleinen Mini-Kartoffelknödel. Ja, und so eine schöne Sauerbratenjü einfach dazu. Ja. Schön schmelze, relativ einfach, Geschmack auch für 12. Und ja, es ist ja hier beim Blue Monday immer eine Mischung aus Müllers und aber so ein bisschen so leicht, dass die Schote so ein bisschen anklopft. Und ich glaube, damit kann sich aber heute jeder identifizieren. Genau das dürfen wir jetzt hier erleben. Und ich durfte gerade schon ein bisschen von dem Wagyu probieren. Das ist wirklich einfach nur crazy. Nelson hat es perfekt erklärt. Das ist Geschmack voll auf die 12. Und davon überzeuge ich mich jetzt. Feierabend. Ja, zum krönenden Abschluss gibt es natürlich noch ein Dessert. Da haben wir heute einen Aprikosenstrudel mit einem Sauerrahmeis, so ein bisschen ein Aprikosen-Ragout, ein Hafer-Crumble. Zu guter Letzt, das machen wir jetzt, eine schöne klassische Sabayon dazu. Dafür habe ich ein bisschen Madeira, Grand Marnier, Brandy oder Weinbrand und ein bisschen O-Saft, ordentlich Zucker. Und dazu geht jetzt Eigelb und klassischerweise würde man das Ganze ja über dem Wasserbad schlagen, aber ihr kennt sich ja... Du machst nichts über dem Wasserbad. Nee, genau. Eigentlich Wasserbad, aber... Genau. Mir ist kein Wasserbad. Wo habt ihr die restlichen Wagyu-Stücke versteckt? Wo hast du die restlichen Wagyu-Stücke hingetan? Ich, ja. In welcher Tasche hast du sie? Ich wollte die gesucht. Aber die sind nicht zu finden. Kommen wir zum Dessert, Freunde. Dazu ein Espresso. Ich werde beim Dessert immer ein bisschen traurig, weil es dann sich dem Ende neigt. Einfach nur genießen. Wunderschön. Fällt jetzt schon ein bisschen Last ab? Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt wird schon wieder ein bisschen geblödelt. Also jetzt ist es immer schön, wenn das Essen raus ist und man auch die Qualität irgendwie gewährleistet hat und man weiß, man hat jetzt keine groben Schnitzer gemacht. Klar, besser geht immer, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es einfach gut gelaufen. Ich fand das Dessert richtig schön nochmal. Auch überraschend, glaube ich, für die Gäste mit dem warmen Strudel. Meistens hat man ja immer was mit Schokolade und so und dann mal irgendwie wieder so was Frisches, Warmes. Ich weiß, ich finde, es passt perfekt jetzt im Januar, wir haben Schnee draußen. So. Dann so ein warmer Strudel ist halt einfach perfekt, finde ich. Ja, draußen ist die Messe jetzt gelesen, zumindest kulinarisch. In der Küche heißt es aber noch lange nicht Feierabend. Jetzt wird hier natürlich erstmal alles rückgebaut, aber so auch, dass man eben alles wegräumt, sauber macht, natürlich spült. Unten in der Spülküche geht es jetzt weiter. Also hinter den Kulissen passiert noch einiges und draußen muss die Show natürlich weitergehen. Das geht ein bisschen lauter! So, als ob euch das Essen gut geschmeckt hätte. Ja, schön, dass ihr da seid und ja, ich glaube, das war ganz, ein ganz gutes Stichwort, das hat bei uns immer Tradition. Der Blue Monday fußt ja auf einer zunächst kulinarischen Umarmung und ich hoffe, dass diese Umarmung gelungen ist und es ist auch eine gute Gelegenheit, mal wieder ein paar eigene Songs zu machen. Ich habe jetzt einen Song rausgebracht zum Ende des Jahres, der heißt Mein Tape und da geht es so ein bisschen darum, mal ein bisschen runterzufahren, eigentlich über mich, über mein Leben und ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder so ein bisschen nachvollziehen, dass man immer macht und in seinem Hamsterrad drin ist und manchmal überlegt man sich, wie viel braucht man eigentlich noch, mit was ist man eigentlich zufrieden und manchmal gibt es so Momente, wo man gerne zurückschaut und sich denkt, ey, damals war es doch auch cool, da war ich auch glücklich mit weniger. Davon handelt der Song, Mein Tape, let's do it. Ich nehme euch in den Arm. Ich bin nicht
staubige Kassette. Hör die alten Songs nochmal. Ich drücke Rewind. My day. Zurück durch die Zeit. Bleib kurz stehen. Ich glaube, ich verstehe, es ist nie zu spät, um jetzt zu leben. Denn wer weiß schon, was morgen ist? Wer weiß schon, was morgen ist? Alles auf Anfang. Spür das Tape zurück. Hör die alten Songs an. Auch gar nicht mehr zum Glück. Ich drücke Rewind. Es ist nie zu spät, um jetzt zu leben. Denn wer weiß schon, was morgen ist? Wer weiß schon, was morgen ist? Ja, ihr Lieben, das war's vom Blue Monday und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie es hinter den Kulissen in der Küche, aber dann eben auch auf der Bühne abgeht bei uns im Müllers. Wenn ihr ein bisschen Hunger bekommen habt und Lust auf die Soul Food Tour 2024, die ab Februar beginnt, dann sichert euch jetzt die Tickets. Da gibt's dann mehr davon und ich würde mich natürlich freuen, euch zu sehen. Ansonsten kommt einfach ins Müllers. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst ein paar Kommentare da, lasst ein paar Likes da. Checkt euch die Rezepte ab. Alles Liebe, euer Nelson.